Moin aus Berlin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge ETS2 hier auf meinem Kanal. Und wir sind unterwegs mit einer Portion, hätte ich bald gesagt, Milchpulver von Kassel nach Porto Vecchio. So, Real Life, Samstagabend, 20.40 Uhr. Willkommen in Berlin bei der ZDF-Hitparade. So. Wir setzen unseren Weg mal fort. Mal gucken, ob das heute alles mal ein bisschen besser klappt als die letzten Tage. Es war ja alles nicht mehr amtlich hier, ne? So, gerade Pommes, Currywurst, also Mantaplatte gegessen. Schön mit dem Salat dabei. Ein Ahoi Brause-Eis hinten dran. Lass mich bloß nicht rein, du Pfeife. Fängt ja schon gut an, du. Erste Minute und schon motzen. Ja, hab mir vorhin noch mal angeguckt. Ja, wie geil das ja mal wäre, eben hier den ETS mal mit einer VR-Brille zu spielen. Aber ganz ehrlich, die Preise gehen ja durch die Decke im Moment. Das ist ja Wahnsinn. Nee, muss ganz hinten anstehen, leider. Aber wäre echt mal so ein Ding, ne? Können wir einen Gang höher schalten? Wir haben noch einen. So. Gucken, ob alles gut klappt. Was kann ich euch erzählen? Keine Ahnung. Irrsinn unserer Regierung. Die CDU verbietet Deutschlandflaggen. Die Dinger, die wir als Kinder schon am Fahrrad hatten, da ging es wohl hier im Speziellen drum. Freibad hatte das die aufgehangen und ja, unsere nichtdeutschen Neubürger könnten sich daran gestört fühlen. Mal ganz ehrlich, jetzt echt, aber wirklich nochmal nichts gegen Ausländer. Ich habe auch schon ausländische Freundinnen gehabt, ausländische Arbeitskollegen und so weiter, Ausländer in der Familie. Überhaupt kein Problem. Aber ganz ehrlich, die, die hierher kommen, die sollen sich gefälligst uns anpassen und nicht andersrum. Wenn ich in die Türkei ziehe, da träumt ihr von, dass die türkische Flagge für mich abnehmen. Machen die mit Sicherheit nicht. Genauso wenig wie in jedem anderen Land der Welt. Geht doch mal nach Skandinavien, Dänemark, Schweden, Norwegen. Ja, da hängen die Dinger in jedem Vorgarten. Deutschland ist einfach nur noch sowas von lächerlich und abartig und vor allen Dingen diese Politik da oben. Es ist unglaublich. Dicke Fresse und nichts dahinter. Was anderes kann man zu denen nicht mehr sagen. Ja, und dann heißt es eben, ja, man muss ja was machen und so weiter. Ja, was willst du denn machen? Ich habe letztens unter einem YouTube-Video gesehen zu dem Thema auch so. Ja, seit Corona gehe ich regelmäßig auf die Straße, habe ich drunter geschrieben. Ja, und hat es die Regierung hier jemals interessiert? Es juckt die doch gar nicht, ob du auf die Straße gehst oder nicht. Wir haben es doch bei den, damit sind wir ja hier auch beim Thema, bei den Landwirten und bei den LKW-Fahrern gesehen. Es interessiert die doch nicht. Das ist doch der Punkt. Warum sind denn zum Beispiel auch auf dem Rummelplatz die Preise so hoch? Das hat nicht nur mit dem Strompreis zu tun. Das ist so, diese grünen Kennzeichen, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, das sind nicht nur landwirtschaftliche Kennzeichen. Auch, der da hat ein grünes Kennzeichen. Auch Schausteller fahren damit, weil sie kaum auf den Straßen unterwegs sind, sondern wirklich nur von Stellplatz zu Stellplatz fahren. Ja, ne? Ich will ja nichts sagen, aber ich wünsche mir, dass in Thüringen sind ja demnächst die Wahlen, dass sich dort vielleicht mal das Blatt wendet, weil jemand anderes die Nase vorn hat und dass diejenigen genau zeigen können, wie es richtig läuft. Ich meine, man kann ihnen ja mal eine Chance geben. Warum denn nicht? Wenn sie Deutschland dann enttäuschen,
Ja, dann werden sie genauso wenig wiedergewählt. Aber mal ganz ehrlich, es kann doch so nicht weitergehen, Leute. Das funktioniert doch nicht. Oh, ich habe ihn nicht getroffen, okay. Nee, und wenn es da schon losgeht, weißt du, darfst keine Deutschlandfahne mehr essen. Ach so, Frau Merkel hat ja damals die Fahne auch schon so weggeschmissen und so weiter. Da weißt du ja genau, was du von denen zu halten willst. Und sowas sitzt in der Regierung? Für mich persönlich, meiner Meinung nach, sitzen die einzigen Demokratiefeinde in der aktuellen Regierung. Ampelkoalition, CDU, BSW. Niemand anders sonst. So, jetzt bin ich gespannt, ob die KI dieses Video demonetarisiert. Aber es ist freie Meinungsäußerung. Es ist meine Meinung, die darf ich äußern. Gut, laut den Grünen nicht mehr. Da hast du denen nach dem Mund zu reden. Ansonsten bist du unbequem und wirst dann schnell mal. Ihr kennt den Spruch, ne? Mann, ich lebe lange genug auf der Welt. Meine Mutter sagt auch, die haben früher immer SPD gewählt, so in den 60er, 70ern. Sagt sie, und es ging uns nie schlecht. Das war so eine richtige Arbeiterpartei. Und selbst sie hat letztens mal gesagt, naja, sagte, die AfD ist heute das, was früher die SPD war. Und meine Mutter ist 72, Leute. Ne? Noch Fragen? Nur die grünen Deppen merken nicht, wo es lang geht. Naja, was soll ich sagen? Gut, genug der Politik. Heute haben wir in den, boah, ich vergesse immer, wie die heißen hier. Warte mal. Das ist an der Berliner Straße, ne, Spreearkaden, nicht Prenzlauer Allee, auch nicht. Ach, was weiß denn ich? Irgendwelche Alleearkaden jedenfalls in Pankow. Bei Starbucks Portemonnaie gefunden. Und ja. Niemand mehr in der Nähe, mal reingeguckt, Ausweis drin, Bankkarte drin, Bargeld drin, Krankenkassenkarte drin, also wirklich alles, alles drin, bloß keine Rufnummer. Eine Telefonnummer wäre schön gewesen, ich wollte jetzt auch, oder wir wollten auch nicht zu sehr drin rumwühlen, weil es ist immer noch eine, so eine gewisse Privatsphäre. Ich habe es dann bei Starbucks abgegeben, im Nachhinein haben wir überlegt, naja, man hätte ja auch nochmal genau, Entschuldigung, genauer auf den Ausweis gucken können. Wo wohnt die junge Dame? Und hätte das eventuell vorbeigebracht, weil so weit weg vom Center kann das auch nicht sein. Und hätte dann eventuell das Portemonnaie mal eben, ja, persönlich vorbeigebracht oder so. Ich weiß es nicht. Wäre genauso gut gewesen. Ich glaube, das werde ich beim nächsten Mal mal in Betracht ziehen. Zu schauen, wo ist das genau und dann. Ja, wenn du so ein Portemonnaie verlierst mit wirklich mit allem drin. Ach, ich werde müde, wer sagt das? Gut, nächster Parkplatz ist dann unser auf jeden Fall. Ich frage mich auch, warum meine. Ach so, weiß. Ich habe übrigens einen Zielpunkt gesetzt. Wir fahren etwas auf Abwägen. Und zwar noch bald bei einer Werkstatt vorbei, dass wir unsere Karre wieder fertig machen lassen. Und ich glaube, wir fahren nach Mannheim dazu. Das dürfte jetzt schon hier die Strecke sein, wo wir den kleinen Umweg fahren. Ja, da hinten ist das Zeichen. Passt ganz gut. Da können wir dann unsere Karre reparieren. Ich bin mal gespannt, ob der, wenn wir Vollreparatur machen, ob der Auftrag weg ist oder was da passiert. Das wird spannend. Das will ich nämlich wissen. Wir hatten vorher einen WOT-Auftrag, da war das Ganze weg. Und ich will wissen, was hier passiert. Und eine halbe Million auszugeben,
bei 4,6 Milliarden Bankkonto. Ja, ich, ja. Oma, die Sportokasse ist das. So. Und bei der Werkstatt können wir auch schlafen. Oder wir fahren. Nee, pass auf, wir fahren zur Werkstatt. Dann fahren wir anschließend zurück zur Halle. Die ist ja auch gleich da. So, jetzt habe ich so viel gefressen, jetzt habe ich Magenschmerzen. Auch schön, ne? Mann, wird das Ding denn heute noch mal grün? Du könntest mal. So, jetzt bin ich echt gespannt. Wie gesagt, bei den WOT-Aufträgen ist die Fracht weg nach einer Vollreparatur. Das will ich jetzt wissen. So, Wartung. Pass auf. Hier dasselbe. So. Fahren wir zu unserer Werkstatt. Aber anhand des Navis da auf dem Display sehen wir schon, unsere Fracht ist noch da. Also bei WOT, wenn ihr die Karre kaputt gefahren habt, dann ist das eben so. So, jetzt fahren wir zu unserer Halle, schlafen und dann geht's weiter. Dann tanken wir noch. Ja, und dann sind wir auch am Ende der Folge tatsächlich schon. Ich würde dann heute gar keine weiteren Kilometer mehr fahren, weil unser Parkplatz ist jetzt aktuell hier. So, Runde schlafen. 16:17 Uhr. Ne, 6:17 Uhr. Das heißt, wir fahren in den Tag hinein. Das ist cool. Wenn du hier rausfährst, dann kriegst du es aber auch blöde, du. So, tanken wir noch eben für alle die, die ohne Abo gucken. Einfach mal ein Abo da lassen. Kostet euch nichts. Lasst ein Däumchen da, lasst einen Kommentar da. Was auch immer. Bleibt gesund. Wir sehen uns morgen früh wieder. Sind heute ein bisschen kürzer als normal, aber ich denke, das werden wir alle mal überleben. Ja, und wir sehen uns dann morgen früh in alter Frische wieder. Bis dahin erstmal ciao, ciao, macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Wir sehen uns morgen.